Ahoi Leute und willkommen zurück zu Let's Play Lego Star Wars 3, die Klonkriege. Wir sind immer noch in diesem Hangar, komischerweise. Und wir schalten jetzt direkt die Powerstellen wieder an. Ich habe keine Ahnung, wieso wir es immer hier starten. Ich hätte erwartet, wenn ich das Spiel einmal schließe und wieder starte, sind wir wieder bei dem normalen Hub, aber anscheinend nicht. Na egal. Wir machen jetzt weiter mit der Missionsauswahl. Frei für Riders haben wir ja schon fertig. Wir wollen jetzt Rusan-Mond machen, denn wir wollen jetzt Grievous auf den Zahn fühlen. Mal gucken, wo der sich befindet. General Grievous. Oder General Grievous. Kapitel 1, Kampf der Druiden. Anakins treuer Astromech-Druide R2-D2 wurde gefangen genommen und General Grievous übergeben. Dieser beabsichtigt, geheime militärische Auskünfte aus dem Speicher des Druiden zu gewinnen, unterstützt von seiner Padawan Ahsoka und dem Ersatzdruiden R3S6 bemüht sich Anakin, die Separatistenbasis zu zerstören, auf der R2D2 festgehalten wird. Zusammen mit einer kleinen Abtei von Klonkriegern starten Jedi ihren Angriff auf Grievous Geheimbasis. Hatten wir den nicht auch in... Ah ne, wir hatten R2Q5 oder so. An die Folge kann ich mich auch erinnern. Robo Nino, okay, haben wir immer noch nicht. Das ist ja dumm. Wieso soll ich das denn mitten? Okay, hier waren 10er versteckt. Gut zu wissen. Das war's mit wahrer Jedi. Er ist ein bisschen witzlos, aber ganz ehrlich, ist mir sowas von egal mittlerweile. Ich möchte gerne hier draußen die Sonne zerstören. Aber okay, geht nicht. Ey, warum soll ich denn diese Druiden aufbauen? Das macht doch gar keinen Sinn. Okay, vielleicht krieg ich von denen Geld? Bin mir nicht sicher. Okay, die schießen wirklich nur auf mich. Ich dachte, vielleicht schießen die auf die anderen? Nee. Okay, dann nicht. Was habe ich denn da hinten gerade gemacht? Hä? Also hier ist eins von fünf aufgeploppt und ich habe keine Ahnung, was ich gemacht habe. Falls ich mich gerade ein bisschen verschnupft anhöre, bin ich auch, weil ich gerade Staub gewischt habe und ich glaube, Staub gar nicht gut vertrage. Und auf jeden Fall ist es meine Nase ein bisschen verschnupft. Gefällt mir nicht so gut. Ja, okay, das war jetzt vielleicht nicht so eine gute Idee von mir. Na gut, der schießt auch nicht. Können wir hier noch oben was machen? Egal. Also gut, die goldenen können wir ohne Probleme aufbauen. Gut, dass wir hier auch einen Astromech-Druiden endlich mal bekommen. Hat ja vorher lange gedauert. Da musst du ja zufälligerweise das Ding von Obi-Wan kaufen. Ah, der folgt mir, macht die kaputt. Das ist cool. Doch, Rex, hau doch mal ab. Ehrenroboter. So 10 Millionen war, glaube ich, das nächste, was wir brauchen. Ah, hier können wir noch was bauen. Cool. Okay, ich will verstehen, was ich tue.
Okay, da muss ich auch noch was hin platzieren. Ich kann verstehen. Das war knapp, dass ich den noch bekommen habe. Schön alles kaputt machen hier. Warum auch immer auf einem Druidenschiff eine Kakaostation sein sollte. Ich finde es cool, dass der Goldene uns folgt und uns nicht angreift. Das ist echt cool gemacht. Ist hier noch jemand oder zielt er einfach nur random auf Rex? Ich glaube, er zielt einfach nur random auf Rex. Verstehe auch nicht, warum man die überhaupt bauen kann. Geht das auch zerstören? Nee. Schade. Wir bauen die trotzdem noch. Vielleicht gibt es ja noch irgendwas. Wissen tue ich es aber nicht. So, Protokolldruiden haben wir nicht. Leider. Haben wir noch gar nicht, ne? Aber ich denke mal, es wird auch noch kommen. Hey Kollege, komm mal mit, wir brauchen dich. Au, warum schießt du auf mich? Kleiner Ehrendruide. Da fährt ein Mausdruide lang. Nee, dich will ich nicht, ich wollte dich. Okay. Warum auch immer ich das jetzt einmal hochgezogen habe, um es dann nochmal zu schlagen, muss ich nicht unbedingt verstehen, glaube ich. Okay. Hier können wir da ganz viel machen, glaube ich. Hier können wir einmal lang schneiden. Wo sind eigentlich Anakin und die anderen beiden Klone? Ne, ich brauche erstmal den Roboter. Ne, du sollst das bitte dahin stecken und gucken, was passiert. Okay, da mache ich es aktiv. Kann hier noch was kaputt hauen? Nö. Nicht meinen Roboter zerstören, Freunde. Den brauche ich noch. Der muss mir nämlich helfen, goldene Gegenstände zu zerstören. Was man wahrscheinlich auch außerhalb der Story einfacher machen kann, indem man einfach einen Charakter mitnimmt, der das... Also, man bekommt ja wahrscheinlich einen mit, der das kann. Ich frage mich wirklich, wo man die ganzen Charaktere... Oder wann man die ganzen Charaktere kaufen kann. Weil es sind ja noch echt viele, die uns fehlen. Wir haben so gefühlt einen Charakter erst. Also wir haben ja schon wie zwei Reihen voll, glaube ich. Aber trotzdem... Nehmen jeden Cent mit, den wir hier so bekommen. Ich dachte, er ist jetzt schon fertig, aber nein. Was haben wir hier drin? Das könnt ihr mich auch nicht zerstören, weil es ist ja dieser rote Schild. Und der rote Schild heißt, dass ich glaube, dass ich es nicht zerstören kann. Und dass ich es irgendwie mit der Umgebung zerstören musste. Nehmen wir mal wieder Ahsoka.
Ich habe auch schon. Ich verliere im jedem Level, weil ich überblick, wie viel ich jetzt von was haben muss, weil irgendwie gefühlt sind 3 Minikits. Hey, sammel x Gegenstände von den Dingern und dann passt das schon. Hier waren wir wieder. Nicht R4, C3PO. Also, die Finishing Moves sind echt nervig, weil die so lange dauern. Man kann die auch nicht irgendwie abbrechen oder so. Ich will einfach nur schlagen. Ah, haben wir noch einen, cool. Ach, davon gibt es auch 2 von 5, okay. Aber benutzen kann ich den nicht, oder? Habe ich echt noch nie versucht. Nee, schade. Okay, das müsste jetzt 4 von 5 sein, oder? Ja. So, 4 Bomben müssen wir diesmal legen. Sind wohl immer eine mehr. Bitte nicht im Weg rumstehen. So, das nach oben. Okay, hier ist nochmal 3 von 3 gewesen. Das heißt, wir brauchen noch 3 Druiden und noch eins von diesen Kakao-Automaten-Dingern. Das können wir nicht zerstören, schade. Okay. Gut. Wenn das Spiel meint, dass das vernünftig ist. Jetzt habe ich natürlich Angst, dass ich einen von diesen Druiden schon verpasst habe. Ach Gott, es ist so nervig, einen Astromech mitzuhaben. Weil der sich immer in den Weg stellt. Was soll ich noch kaputt machen? Nee. Und aufbauen, zack. Ich finde es gut, dass sie immer einmal nach vorne schießen, wenn sie spawnen. Also, wenn sie gerade fertig gebaut sind. Jetzt verpiss dich doch mal. Meine Güte. Nicht wieder herkommen. Wegbleiben. Nerviges Mistvieh. Okay, hier ist der dritte. Ist cool. Der hat nicht direkt geschossen. Ich hoffe, ich krieg die auch alle und die sind nicht irgendwie hier noch versteckt. Also das ist doch wirklich zum Kotzen. Weißt du, du kannst jetzt 3 haben, der vierte. Au. Oh. Der vierte ist hier und dann kannst du nur mit der dunklen Macht holen. Also das ist doch wirklich schlecht gemacht. Das ist zum Kotzen. Spiel. Es macht keinen Spaß jetzt. Warum macht man es denn überhaupt so? Dann lass mich alle nur mit dunkler Macht holen oder halt alle normal holen. Was wir jetzt gemacht haben, ist so zum Kotzen. Also ich denke mal, hier machen wir damit die rechte Tür auf. Oder? Na, nicht ganz, wir machen die mittlere zu.
Nicht gegenseitig töten, Freunde. Ja, und hier kann ich ihn auch noch mit dunklem Ei, das ist doch zum Katzen. Dann das hier aber fertig machen. Zwei Minikits. Also das dritte würden wir bekommen, wenn wir unseren anderen Goldroboter holen könnten, was wir nicht können. Weil wir so denken, hey, ab hier brauchst du dunkle Macht. Penner. Nochmal ein Goldroboter. So, wir haben jetzt achtfache Punkte und wir haben jetzt 58.000. Das müssen wir durch 8 teilen dann. Da hätten wir, glaube ich, jetzt knapp 70.000 erst. Also wir hätten immer noch nicht die volle, also hier vorher volle Punktzahl. Barriere, die hätten wir immer noch nicht fertig. Das heißt, wahrscheinlich kommt aber so 110.000 brauchten wir ja irgendwie. Ich setze das Ding einfach mal rauf. Gucken, was passiert. Ja, kleiner Verräterroboter. Sind das Robo-Ninos? Okay, das können wir auch... Ne, wir hatten das doch schon. Ah doch, wir können hier wieder eins zusammen aus Gold oder was? Was soll ich denn gegen ihn machen? Okay, ich kann einfach das da wieder random raufschmeißen. Okay, ich steuere mal wieder nicht so gut. Na komm. Kollege, du sollst eigentlich mitkommen. Nicht den angreifen. Ja, töte ihn halt. Komm her, Roboter. Wir müssen das hier kaputt machen. Kriegst du es hin? Da bist du zu weit weg dafür. Ne, kriegst du hin. Perfekt. Okay, es war sogar der Plan, dass ich es mache. Okay, wieder B gedrückt, weil ich dachte, es muss es drücken, aber anscheinend nicht. Eine nice Treppe gebaut. Hm.
Ich hab's runtergeschmissen, war vielleicht die beste Idee. Okay, ist zum Glück wieder da. Ich hätte ihn doch direkt auf die Fresse hauen können. Okay, wie komme ich da hin? Dann gehen wir mal zu Anakin. Ist hier wieder ein Zehner in der Ecke vielleicht? Nee. Okay, die sind tot. Die lief erstaunlich leicht. Au. Ich denke, wir müssen hier alles anmachen. Ich habe keine Ahnung. Okay, na, da komme ich nicht, leider. Irgendwie verstehe ich jetzt nicht so ganz. Ich glaube, das ist einfach irrelevant. Es wirkt jetzt eigentlich so. Also hier habe ich es alle grün gemacht. Ich glaube, es ist einfach nur Deko. Klar, die hätte ich noch alles zerstören können, aber scheiß drauf. So, da ist R2. Ich glaube, den baue ich halt zuerst zusammen. Außer es fehlen noch welche Teile, dass wir es nicht können. Oh ne, Moment, das wollte ich ja nicht machen. Okay, aber das will ich dann nicht selbst hinbauen, oder was? Mach doch. Okay, wahrscheinlich müssen wir es sowieso bauen, um dann die Konsole da anzumachen. Dann müssen wir mit R2 da ran. Okay, noch den Tausender, oder ist der? Ich hab ihn bekommen, gut. Irgendwas hatte ich noch nicht. Ich dachte eigentlich, dass es noch bald kommt. Was bist du denn für ein Herr? Achso. Das ist einfach nur die ganzen Bomben. Ich dachte, es wären irgendwelche hässlichen Monster da im Hintergrund. Also auf dem Bildschirm. Bumm. Bumm und bumm. Zurück zu Ahsoka? Nein, schade. Aber wir kriegen R2 auf jeden Fall, das ist gut. Vielleicht kriegen wir auch den anderen Roboter. Oh oh. Kleiner Roboterfight. RIP. Ja, so ein Ding haben wir schon bekämpft. Das ist gar nicht so schlimm. Okay, gut. Dann müssen wir jetzt noch weiter. Wir müssen noch weiter. Natürlich. Ich mag es, dass man es auf X schockt und nicht mehr auf B. Ich glaube, auf B
Spiel ging es auch. Ja, mal dann machen wir es. Okay, dann machen wir nicht. Was? Hä? Da steht halte A gedrückt. Ich halte A gedrückt. Ist das irgendwie so ein FPS-Problem, dass das irgendwie hängt? Hm. Kann man hier noch irgendwie Pausing anmachen? Ah, nee. Aktuell, wie muss zu benutzen? Vielleicht geht's jetzt. Weil ich hatte jetzt halt ja über viele. Ja, okay, das war ein FPS-Problem. Geil. Habe ich ein bisschen früh abgesprungen. Jetzt wird's halt auf 60 FPS gelockt, weil es halt meine Bildschirmauflösung, also meine Frequenz, Bildwiederholfrequenz. Och nö, noch mehr von denen. Okay. Okay, so raus ist schon mal wieder da. Da unten gibt es noch Geld, was ich haben will. Und da brauchen wir ein Torpedo für anscheinend. Also ich habe mich schon gewundert, dass das nicht funktioniert. Wo sind denn überhaupt irgendjemand? Ah, okay, es sind ein paar viele Leute gerade. Ah, okay, da vorne ist das, hier dieses Zeichen, dass ich mit dem Jedi da ran soll. Da habe ich ganz vergessen, dass das noch gibt. Bei den Viechern. Ja gut, erstmal kurz aufgeräumt. Hat ganz gut funktioniert, würde ich sagen. Das sieht aus wie so ein Torpedo-Dispenser. Ich finde es komisch, dass das an die FPS gebunden ist, ob man fliegen kann oder nicht. Wozu braucht man da einen FPS-Lock? Also das verstehe ich gar nicht. Ja gut, die Entwickler werden sicher wissen, was die machen, oder? Das weiß auch jeder Entwickler. Schon wieder eine halbe Stunde am Machen hier. Okay, ich kann also auch normal schießen mit B. Gut zu wissen. Also jetzt muss ich wahrscheinlich das Raumschiff nehmen und dann müssen wir das müssen hier drin fliegen oder so. Nein, ne, wir kriegen ein kleines Raumschiff raus, ganz klar. Anakin Starfighter. Einfach mal so reingewürfelt, ganz klar. Können wir drin noch was zerstören? Leider nein. Ja, dann müssen wir mit R2 da hoch, weil die anderen können ja nicht fliegen. Hoffentlich nicht zu tief, mir hat gepasst, alles gut.
Dem haben wir es richtig auf die Fresse. Da kommen wieder neue Gegner raus, aber sonst ist ja egal, wir können einfach weitermachen. Anakin Starfighter fliegen mit Anakin auch. Komm her, R2, ich nehme dich mit. Ey, das fand ich ganz cool gemacht tatsächlich. Dass man hier so das Raumschiff, ist ein bisschen unnötig, aber war ganz cool. R3S6, R2D2, haben wir jetzt alle Astromech-Druiden? Ich hoffe doch. Vara Jedi haben wir natürlich erreicht. Geld gefunden habe ich noch nicht, weil wozu? Ah, jetzt sind zwei. Goldene Steine, nochmal zwei mehr. Bodenkampf freigeschaltet, cool. Story fortsetzen. Gucken, ob eine Cutscene kommt oder nicht. Natürlich nicht. Ich würde sagen, dann laufen wir nochmal kurz zurück. Obwohl, das mache ich einfach offscreen. Ich gehe dann wieder zurück zum Main-Ding, wo man halt immer startet. Und dann würde ich sagen, ich hoffe, es hat euch gefallen, Leute. Bis zum nächsten Mal. Haut rein, ciao.